Das Jahr 2014 war wieder ziemlich erfolgreich. Ich glaube, es war das erfolgreichste Jahr für Banger Musik bis jetzt. Worauf führst du persönlich diesen Erfolg zurück? Den Erfolg führe ich auf die gute Arbeit, die gute Musik und die coolen Jugendlichen da draußen, die uns supporten, die das alles mögen und die uns halt die Möglichkeit geben, dass wir uns so nach vorne entwickeln können und dass wir die Sachen so verwirklichen können, wie wir die wollen. Der Plan für 2015 steht auch schon bei Banger Musik, oder? Ja, der steht auch auf jeden Fall. Manche haben ja so ein bisschen den Eindruck, dass bei euch dieses ganze Marketing-Ding sehr schlüssig funktioniert. Und manche sagen auch, dass darunter die Musik dann leidet. Siehst du das auch so? Also muss ich das ausschließen, dass man ein gutes Marketing macht, was ihr ja zweifellos macht, weil ihr habt einen guten Plan, ihr wisst schon ungefähr, wann die Releases kommen. Ihr habt Konzepte, wie ihr die dann quasi durch die Blogs supportet, müsst da nicht mehr viel machen eigentlich. Muss darunter die Musik leiden oder muss sie das nicht? Nee, ich denke nicht. Ich denke, musikalisch sind wir auf jeden Fall in dem, was wir machen, sind wir schon mit die Stärksten. Also ich denke, Casey Rebel kann musikalisch keiner was an ihm aussprechen. Gibt es nichts Schlechtes zu sagen. Und bei meinem Rap kannst du auch wenig, also wenn du gerade diese Punchline-Gangster-Rap angehst, dann kannst du auch wenig schlecht reden. Und ich denke nicht. Ich denke, wir haben gute Alben gemacht. Und die Verkaufszahlen sprechen eigentlich für sich. Ne? Also du kannst durch Marketing kannst du was Gutes verkaufen, aber nicht was Schlechtes unbedingt so. Also in dem Maße. Okay. Würdest du auch was rausbringen, wo du das Gefühl hast, das ist zwar Musik, die mir gefällt, aber die wird jetzt keinen krassen Erfolg haben? So? Wäre das für dich eine Möglichkeit? Natürlich, aus dem Grund habe ich ja angefangen. Und ich glaube nicht, dass ich damals in Asphalt Massaker 1 damit gerechnet habe, dass ich großes Geld verdiene. Und ja, das hat gut funktioniert. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ich mache das, was ich feiere und wie es dann die Leute feiern. Ich weiß es ja auch nicht, was sich gut verkauft und was nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, Casey, dein nächstes Album wird sich super verkaufen. Vielleicht verkauft es sich nicht gut. Ich sage einfach, für mich ist die Musik sehr gut. Aber wie der Hörer oder der Fan, das sind ja bestimmt auch nochmal zwei verschiedene Ohren und wie sie das hören, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Was ja schon auffällt, ist, dass ihr immer wieder dieselben Produzenten verwendet. Ne? Also ihr habt alle den gleichen Produzentenstamm mit Judy, Yoshimitsu, Pro, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Prodigy. Sprich, ihr habt einen festen Stamm von Produzenten, die auch einen gewissen, also es gibt ja den Banger-Musik-Sound. Ne? Mhm. Manche sagen auch bösartig, dass es ein bisschen eine Fließbandproduktionsweise ist, wo die Beats sich dann teilweise doch auch ein bisschen ähneln. So. Das habe ich noch nie gehört, also dass unsere Produktionen sich ähneln, aber ist gut. Bei Asphalt Massaker 3 wird man das auf jeden Fall hören, da wird es der Fall sein, weil das aber auch so klingen soll. Aber ansonsten, ich denke, wir haben die Möglichkeit, mit jedem Produzenten zu arbeiten. Und davon machen wir Gebrauch und es schicken uns viele Leute Beats. Und was jeder Künstler entscheidet ja selber, was ihm gefällt. Mhm. Und ich glaube, Casey arbeitet hat mit anderen Produzenten an seinem Album gearbeitet, als ich an dem Album. Und ich habe bei dem Album mit ganz anderen Produzenten gearbeitet, als ich bei Killer gearbeitet habe. Also es ist, glaube ich, vom Projekt abhängig. Und ich glaube, die einzigen, die sehr ähnliche Produzenten nutzen, sind Madge und ich. Casey hat nochmal so seine. Und Casey und Jam haben auch die ähnlichen Produzenten. Also, das ist eigentlich so. Okay. Es gab ja da zum letzten JBG gab es diese Remixe von einigen so, sag ich mal, die diesen anderen Sound fahren, diesen organischeren Oldschool-Sound, so 90er-Sound. Das klang erstaunlich gut eigentlich. Hast du die mal gehört, die Remixe, wo deine und Kollegas Strophen auf diese New York-mäßigen Beats gelegt wurden? Nee, leider nicht. Wer hat das gemacht? Mir fallen jetzt gerade leider keine Namen ein, aber wir schreiben die in die Beschreibung rein, auf jeden Fall. Okay. Nee, weiß ich nicht. Und dann würde ich mir die gerne mal anhören, auf jeden Fall. Ich feiere so Beats. Ja. Wäre das für dich eine Option, auf sowas auch zu rappen? Auf jeden Fall. Ich würde gerne auf so einen Mobb Deep Beat gerne rappen. Ich habe auch zu Hause einen Mobb Deep Beat, aber der war leider scheiße. Den habe ich schon so lange, den habe ich schon vor 3 Jahren bekommen und der ist so kacke. Deswegen habe ich den nie berappt.
Sprich, du würdest solche Beats auch picken, aber du hast bis jetzt noch nicht die richtigen gefunden aus der Richtung. Ja, das leider ja. Ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Ich habe eigentlich nicht. Die Produzenten sind auch alle sehr ähnlich, ne? Also das ist alles so, wie erkläre ich es dir? Die deutschen Produzenten sind alle sehr gut, da sind alle sehr, sehr gute Produzenten, aber die fahren wirklich zu 80% denselben Sound. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwer, da so außergewöhnliche Sachen herauszupicken bei dem einen oder anderen. Jetzt hast du gerade selber gesagt, dass das Asphalt Massaker auf einen einheitlichen Sound auch Wert legt. Und du hast ja auch die Autotune-Sachen vom letzten Album gestrichen diesmal und auch die nachdenklicheren Songs sind auch gestrichen worden. Ich glaube, du hast irgendwo auch gesagt, dass du deine Eier verloren hast bei dem letzten Album bei Killer. Also bist du wirklich gar nicht mehr zufrieden damit, dass du da ein bisschen so dich quasi dein Spektrum noch ein bisschen erweitert hast, also poppiger oder auch nachdenklicher, wie auch immer? Doch, für mich ist Killer nach wie vor das beste Album, was ich je gemacht habe. Ich fand aber meine Einstellung da oder diese Zeit da war einfach von mir selber, dass ich da ein bisschen meine Eier verloren hatte. Aber von Musik her ist es für mich selber, also vom musikalischen her ist es mein bestes Album, was ich je gemacht habe. Es ist auch ein geiles Album. Es ist ein sehr, sehr großes Album. Asphalt Massaker 3 ist rapmäßiger dem natürlich voraus, weil das hier mehr Wert drauf legt und weil wir bei dem anderen halt mehr Songs hatten. Aber ich denke, Killer ist, also für mich ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Album und also ich bin voll zufrieden damit. Ich glaube, ein paar Fans gibt es, die das nicht so toll fanden, weil die einfach das hier gewohnt sind und das Neue halt ungewohnt waren. Aber ich glaube auch, viele neue Fans habe ich dazu gewonnen mit Brettern wie Lutsch oder selbst Killer ist ein geiler Song. Die Leute, das wurde halt so stark kritisiert, diese Autotune-Geschichte. Aber wenn du mal guckst, dass der Song mit den meisten Klicks vom letzten Album ist Killer. Mhm. Und dazu kommt auch noch, dass das der Song ist, der als letztes rauskam. Ja, war das so? Okay. Ja. Deswegen ist das alles. Scheint ja doch auch bei gewissen Leuten anzukommen. Ja, ich glaube, das hat insgeheim so eine Hörerschaft nur nach außen hin. Ist das halt so ein bisschen so, das Autotune und bla bla, dieses Autotune-Image. In Deutschland immer noch so ein bisschen auch Stock im Arsch, oder? Also ja, die Amis machen sich da komplett locker oder die Franzosen sind ja inzwischen auch total auf diesem Autotune-Film. Voll, der deutsche Markt ist einfach noch nicht so weit dafür, der deutsche Rap-Hörermarkt. Und ich glaube, der ist zwar größer geworden, aber das sind viele jüngere Leute, die halt noch nicht unbedingt ihre eigene Meinung haben, was Musik angeht. Und ist halt ein sehr, sehr junges Publikum, jetzt mittlerweile viel, viel jünger als zu den Anfangszeiten, wo wir angefangen haben. Da gab es diese jungen Leute nicht. Und die sind halt nicht so, die feiern das halt nicht so. Die sind halt rebellischer und die wollen halt bösere Sachen haben, habe ich das Gefühl. Und sind nicht so offen für solche Sachen. Das ist denen, glaube ich, ein bisschen zu weich. Und ich glaube, das kommt mit dem Alter bei jedem. Ja, aber bist du denen jetzt dann quasi entgegengekommen, diesen Leuten mit dem Album? Oder hast du das gemacht, weil es für dich einfach so sein soll? Ich wollte einfach diese Trilogie beenden und ich denke, es war der richtige Zeitpunkt, einfach das Album zu bringen. Und meine Idee war es sowieso, das so um den Dreh zu machen. Also ich wollte das erstmal nach JBG 3 machen, da habe ich gesagt, nein, ich mache das nach Killer. Und ja, das hat... Dann am Ende habe ich nach Killer habe ich unmittelbar danach gearbeitet. Also ich wusste schon zu Killer-Zeiten, dass ich das danach machen werde und habe dann da wirklich das ganze Jahr lang dran gearbeitet und ich wollte es schon immer machen. Also es ist wie so ein Traum von mir. Mit der Trilogie ist das aber abgeschlossen oder wirst du nochmal Alben machen, die in diese Richtung gehen? Oder geht es dann mehr jetzt in die Richtung, die du auf Killer eingeschlagen hast, dass man sagt, mehr Musikalität noch und auch ein bisschen mehr Varianten in den Themen? Also ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Und bevor ich jetzt irgendeine Scheiße mache, mache ich gar nichts. Also ich werde jetzt wirklich erstmal mich zurücklehnen. Das ist vorerst mein letztes Album, weil ich jetzt überhaupt keinen Plan habe. Es wird vielleicht noch irgendwann mal ein JBG 3 geben. Das wird es aber auch dieses Jahr nicht geben. Und ich weiß auch nicht, ob es das im nächsten Jahr geben wird. Und ich weiß auch nicht, was sonst noch in Zukunft von mir kommen wird.
Das ist vorerst das letzte Projekt, was ich umsetzen möchte. Wenn ich jetzt ein neues Album machen würde, ich habe zwar viele Tracks und Beats und Songs geschrieben, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da machen soll. Okay. Weißt du, ich würde mich ungern von dieser Richtung lösen, aber ich würde jetzt auch nicht so unbedingt so krass drauf rumreiten, durch Asphalt Massaker 4 oder sowas. Das kommt definitiv nicht in Frage. Das ist eine Trilogie und das hört mit Teil 3 auf. Und ja, keine Ahnung. Das klingt jetzt aber, du willst aber nicht jetzt hier deinen Ausstieg verkünden aus dem Rap-Game. Nein, Ausstieg auf keinen Fall. Also ich bin ja noch mit den Jungs allen am Start, aber ich werde bestimmt irgendwann mal ein Album machen. Aber jetzt im Moment, nach der Power, wenn ich auch ein Album mache, da muss es auch Asphalt Massaker 3 in irgendeiner Weise übertreffen. Also vom Rap-mäßigen her glaube ich niemals, dass ich das übertreffen kann, weil ich da einfach zu viel dran geschrieben habe und so lyrisch werde ich nie wieder mehr ein Album schreiben. Aber keine Ahnung, ich müsste eine krasse Idee haben oder irgendwas Bestimmtes, so, warum ich jetzt noch ein Album mache. Aber du wirst dann erstmal dich konzentrieren auf deine Tätigkeit als Labelchef oder was heißt das dann? Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Musik mache. Ich mache ja mit Sicherheit noch Features bei meinen Künstlern und vielleicht machen wir einen Sampler, vielleicht mache ich JPG3. Aber ich habe jetzt keine Idee für ein neues Album. Also ich wüsste nicht, was ich da machen wollen würde. Okay. Aber ist das nicht immer so nach dem neuesten Album, dass man erstmal so ein bisschen leer ist und dann die Ideen dann später erst wieder kommen, wenn man ein bisschen Abstand hatte, im Urlaub war vielleicht und obwohl du ja gerade aus Miami zurückgekommen bist? Ja, ist mit Sicherheit oft so. Aber bei mir jetzt gerade, ich habe es eigentlich immer, ich weiß immer, wie es weitergeht. Jetzt gerade weiß ich es nicht unbedingt. Also ich habe so keine konkrete Eingebung, wo ich sage, dass das auch geil ist. Ich möchte nicht Musik machen, weil ich Geld verdiene oder weil ich damit Geld verdienen kann, sondern ich möchte das machen, weil ich gute, geile Sachen mache und weil ich viele Fans habe, die mich repräsentieren und die auch stolz sind, mich zu repräsentieren. Und diese Leute möchte ich weiterhin stolz machen. Es wäre für mich eine große Enttäuschung, wenn das den Fans nicht gefällt, das Album. Also ich mache keine Alben, ich habe Asphalt Massaker 3 nicht gemacht, weil ich damit mir hoffe, das große Geld zu verdienen, sondern weil ich in erster Linie den Fan zufriedenstellen möchte. Und der wirklich, das ist für viele Leute ist das ein Klassiker. Und für mich ist es einfach wichtig, dass diese Leute, die die ersten Teile gehört haben, dass die einfach sich bei dem Album so, dass die zufriedengestellt sind. Darauf habe ich Wert gelegt und ja, das finde ich gut. Also dass, wenn die Leute zufrieden sind, dann ist meine Aufgabe hier gelungen und nicht, wenn ich Platz 1 gehe oder XY viel verkaufe oder was weiß ich. Das spielt keine Rolle. Also spielt keine Rolle ist immer so total verlogen, sondern ist zweitrangig, drittrangig. In erster Linie geht es mir wirklich darum, dass die Fans, denen das Album gefällt und dafür habe ich es gemacht und wir sind gespannt. Dann wünsche ich dir alles Gute mit dem Album und hoffe, dass du weitere Inspirationen findest danach. Auf jeden Fall, vielen Dank. Hallo Rap.de, legt euch das Album zu, hier ist die Box, hier könnt ihr die auch mal sehen und viel Spaß mit dem Album. Patrick, auch wenn wir Feinde sind, wenn du das hier siehst, wer sollte irgendwas kaufen? Also das ist doch Schwachsinn. Ich stehe jetzt vor 2000 fehlen mir zu Gold. Wenn ich dann was kaufe, dann kaufe ich doch sowas. Und ich wollte es schon immer machen. Also es ist wie so ein Traum von mir. Ich habe Asphalt Massaker 3 nicht gemacht, weil ich damit mir hoffe, das große Geld zu verdienen, sondern...